Auch in den letzten Tagen. Und wir sehen natürlich dann auch in der Folge auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, bei den Todeszahlen wieder traurig hohe Werte. Es ist 10 nach 12. Und auch wenn wir sehen, dass die Lage in Deutschland unterschiedlich ist, dass es in den unterschiedlichen Regionen, wenn Sie nach Schleswig-Holstein schauen oder nach Bayern, noch unterschiedlich im Infektionsgeschehen der Belastung der Krankenhäuser ist, ist doch genauso klar, wir sind in einer nationalen Notlage, die auch eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung braucht. Das braucht auch gemeinsames staatliches entschlossenes Handeln, um diese Dynamik zu brechen. Die Werkzeuge dazu sind da. Impfen, Testen, AHA-Regeln, Schutzmasken oder eben vor allem auch Kontaktreduzierung. Dafür war der gestrige Tag wichtig. Neben der Entscheidung im Deutschen Bundestag vor allem auch das Treffen von Bund und Ländern, die Ministerpräsidentenkonferenz. Sie wissen, ich hätte sie mir auch schon 3 Wochen früher gewünscht, um 3 Wochen früher auch einen Unterschied zu machen. Aber nun ist es gut, dass sie stattgefunden hat. Die Wahrheit ist, alleine mit Impfen, mit Boostern werden wir das Brechen der Welle, das wir jetzt kurzfristig brauchen, nicht mehr erreichen. Es braucht also Maßnahmen der Kontaktbeschränkung. Und dafür haben wir uns gestern auf ein Regelwerk einigen können, das eben ab einer bestimmten Hospitalisierungsinzidenz, also bei einer bestimmten Belastungssituation im jeweiligen Bundesland 2G, in einem nächsten Schritt 2G plus, in einem weiteren Schritt zusätzliche Maßnahmen der Kontaktbeschränkung greifen sollen und aus meiner Sicht auch greifen müssen. Es geht dabei vor allem auch um einen Lockdown für Ungeimpfte in einem ersten Schritt, also deutliche Kontaktbeschränkungen dort. Für ein solches Regelwerk, das über 3G als Grundmaßnahme für Herbst und Winter hinaus es klare Kriterien gibt, Inzidenz und oder hospitalisierungsbezogen für 2G und weitere Schritte, haben wir schon im Juli in einem Bericht des Bundesministeriums geworben. Wir haben auch dafür geworben, es im August in die Bund-Länder-Ergebnisse mit hineinzunehmen. Es ist gut, dass es jetzt gemeinsames, einheitliches Vorgehen im Bund und zwischen Bund und Ländern dafür gibt. Jetzt ist es wichtig, das auch konsequent umzusetzen und vor allem auch konsequent zu kontrollieren, dass die Maßnahmen auch eingehalten werden. Ich will ein zweites Thema ansprechen, das die schwierige Situation deutlich macht, das gestern auch eine Rolle gespielt hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, Jens Spahn schlägt hier massiv Alarm, sagt, es ist 10 nach 12 mittlerweile. Das haben wir bisher noch nicht gehört und versucht ein bisschen die Schuld für die aktuelle Notlage, von der er auch spricht, etwas abzuschieben. Sagt, er habe bereits im Sommer gewarnt. Am Ende bleibt natürlich die Frage, wenn auch im Sommer gewarnt wurde, warum wurde denn beispielsweise in den Pflegeheimen, dort gibt es ja immer wieder auch Ausbrüche mit Todesfällen, nicht entsprechend reagiert und beispielsweise die Testpflicht viel früher eingeführt. Die wenigen Intensivstationen in Deutschland, die haben 15 oder 15 Intensivbetten. Man denkt an 10%, das klingt doch wie viel. Aber natürlich ist es 10% von 10 Betten offensichtlich ein Bett, das dann auf der jeweiligen Intensivstation noch frei ist. Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine unvorhergesehene Situation und es wird sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist eben das Verlegen und idealerweise auch das frühzeitige Verlegen von Risikopatienten wichtig. Warum frühzeitig? Wenn erstmal jemand an der ECMO ist, in der Beatmung ist, ist natürlich auch vom Aufwand her die Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder gar in eine andere Region viel, viel größer. Und wir kommen in eine Situation, wo wir wohl auch erstmalig in größerem Umfang werden, nicht nur innerhalb eines Kleeblatts einer Region, sondern überregional in Deutschland Patientinnen und Patienten verlegen müssen, möglicherweise auch ins benachbarte Ausland. Dazu gibt es enge Bund-Länder-Abstimmungen jede Woche. Ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage des Impfens und vor allem der Auffrischimpfung, des Boostern. Wie gesagt, das ist wichtig. Es ist auch wichtig, um die Welle, die Dynamik unter Kontrolle zu bekommen. Aber es bricht es sie eben nicht kurzfristig. Das ist auch wichtig zu sehen. Was wir dort sehen, ist, dass das Tempo deutlich zunimmt. Wir haben letzte Woche 4 Millionen Impfdosen, die bestellt worden sind, die wir ausgeliefert haben. Diese Woche 4, nächste Woche über 6 Millionen Impfdosen, die ausgeliefert werden, die bestellt worden sind von den Arztpraxen, von den Impfzentren, von den impfenden Stellen in Deutschland.
Wir hatten eine Zeit, wo nur noch 20.000... Ja, die Boosterimpfung, die ist ein ganz wichtiges Thema. Jens Spahn spricht es gerade an, war gestern auch großes Thema beim Corona-Gipfel. Und wenn man sich das Abschlusspapier genau durchliest, dann wird man feststellen, auch hier hat die Bundesregierung leider gar nichts aus den Fehlern vom letzten Winter gelernt. Denn jetzt sollen die über 60-Jährigen gezielt, wie es heißt, angeschrieben werden. Gezielt angeschrieben werden. Aber die große Frage bleibt... Wie ist die Datenbasis? Woher wissen jetzt beispielsweise Ärzte, woher wissen auch Impfzentren, wer eigentlich in diesem Land über 60 ist? Auf welche Datenbasis beruft man sich da? Das wird wieder die ganz große Herausforderung werden, um bis Weihnachten ein Ziel von bis zu 25 Millionen zusätzlichen Impfungen erreichen zu können. Wir sehen also, dass das Tempo deutlich zulegt. Wir haben Stand heute Morgen 5,2 Millionen Auffrischimpfungen in Deutschland. 15% der über 60-Jährigen haben eine solche erhalten. Aber es reicht eben noch nicht. Wir brauchen, und das war auch gestern wichtig in der Vereinbarung von Bund und Ländern, ein noch größeres Tempo auch bei den Auffrischimpfungen. Seit letzten Dienstag oder diesen letzten Dienstag dieser Woche ist die Vergütung ja durch eine Verordnung, die ich gezeichnet habe, erhöht von 20 auf 28 Euro für jede Covid-19-Impfung und am Wochenende auf 36 Euro für jede Covid-19-Impfung, um den zusätzlichen Aufwand, den die Arztpraxen haben, auch in der Umstellung, in den Abläufen, in dem, was es auch jetzt wieder auch an Nachfragen durch Patientinnen und Patienten gibt, abzubilden. Wir haben vereinbart, dass die Impfzentren bis Ende Mai mindestens durch den Bund finanziert werden. Die Länder haben darauf hingewiesen, dass wenn man Personal gewinnen will und halten will für die Impfzentren, eben auch längerfristige Verträge natürlich wichtig sind. Deswegen bis Ende Mai. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir stärker werden, auch jetzt eine Zeit lang den Impfstoff von Moderna für die Boosterimpfung nutzen. Von diesem haben wir viel auch vorrätig. Zudem finde ich es auch wichtig, Impfstoff so zu nutzen, dass keiner verfällt. Auch das müssen wir gut aussteuern. Beide Impfstoffe, BioNTech wie Moderna, sind gleich gut geeignet zur Auffrischimpfung. Und jetzt wird eben bei den Auffrischimpfungen auch Moderna in den nächsten Wochen wieder eine etwas größere Rolle spielen. Abschließend, meine Damen und Herren, das war eine Woche der Entscheidung. Seit letzten Samstag kostenlose Bürgertests wieder verfügbar. Am Dienstag die Impfverordnung mit der Vergütung für die Ärzte, die Finanzierung der Impfzentren. Gestern die Entscheidung im Deutschen Bundestag für die rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Länder und der Behörden vor Ort. Die Ministerpräsidentenkonferenz gestern Nachmittag, heute der Bundesrat. Nach diesen Entscheidungen geht es jetzt darum, das auch umzusetzen und zu leben. In entschlossenem staatlichen Handeln, aber das ist eben auch an uns gerichtet, an alle Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch im verantwortlichen Handeln jedes Einzelnen. Das gilt seit 18 Monaten, dass das zusammenkommen muss, entschlossenes staatliches Handeln und das Handeln jedes Einzelnen im Alltag. Ich weiß, dass viele das auch tun, ob es das Impfen ist, das Testen ist, das aufeinander aufpassen. Ich weiß aber auch, dass mindestens genauso viele es leid sind. Wir alle hatten gehofft, durch die Impfung auf einen anderen Winter, müssen aber eben feststellen, durch die Delta-Variante und die zu große Zahl an Ungeimpften, dass wir wieder in einer schwierigen, wenn nicht sogar in der schwersten Lage sind in dieser Pandemie. Das fällt schwer, das tut weh, das frustriert, aber es nützt alles nichts, es ist so. Und deswegen geht es darum, auch jetzt gut aufeinander aufzupassen, sich zu schützen im Alltag durch Masken, AHA-Regeln, vor allem aber eben auch durch Impfen, schützen Sie sich und andere. Herzlichen Dank, Herr Spahn. Herr Professor Wieler. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland zurzeit 110 Landkreise mit einer 7. Ja, Jens Spahn hat also noch mal gesagt, wie frustriert er ist. Er spricht von der mutmaßlich schwersten Situation innerhalb der Pandemie. Das hörte sich vor einigen Wochen und Monaten noch ganz anders an. Da ist offenbar auch der Minister massiv überrascht worden von der Entwicklung, die er auf der einen Seite sagt, er vorausgesehen hat, aber auf der anderen Seite, wenn man das anschaut, was bisher nicht geleistet wurde an Vorleistungen, dann doch überraschend kommt. Ganz klar ist und ganz klar bleibt, man merkt ihm an, er ist froh, wenn das Amt des Gesundheitsministers künftig nicht mehr auf seinen Schultern lastet. Und für den Nachfolger, den es dann ja mutmaßlich Anfang Dezember geben wird, ist dieser Job ein Höllenjob. Deutschland befindet sich bereits in der höchsten Stufe des Kontroll-Covid-Stufenkonzeptes, das ist die Stufe 2. Bei allen drei Leitindikatoren sind die Schwellenwerte überschritten. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz ist inzwischen bei weit über 300.
Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz hat in dieser Woche bundesweit den von uns vorgeschlagenen Schwellenwert von 5 überschritten. Sie liegt bei 5,3. Und von allen bundesweit betreibbaren Betten auf Intensivstationen sind bereits 15% mit Covid-19-Patienten belegt. Der von uns vorgeschlagene Schwellenwert liegt bei 12%. Das ist, wie gesagt, der bundesdeutsche Durchschnitt. Aber in vielen Regionen sind die Krankenhäuser und Intensivstationen natürlich tatsächlich am Anschlag. Die medizinische Versorgung ist dort zum Teil nicht mehr gewährleistet. Das kann auch bedeuten, dass auch andere Patienten im Zweifelsfall eben nicht mehr optimal versorgt werden. Menschen mit Schlaganfall zum Beispiel oder Menschen, die einen Unfall hatten. Die Todesfälle mit Covid-19 steigen wieder rasant an. Wir bekommen bereits jetzt schon an vielen Tagen zwischen 200 und 300 Todesfälle übermittelt. Das ist die Situation heute und wir rechnen damit, dass sie sich in ganz Deutschland auch weiter zuspitzt. Wir müssen einfach Kinder und ältere Menschen schützen. Wir sind leider an einem Punkt angelangt, an dem wir viel Krankheit und Leid gar nicht mehr verhindern können. Trotzdem haben wir es zum großen Teil immer noch selbst in der Hand, wie schlimm diese Situation in der Zukunft noch wird und vor allem, wie lange sie noch anhält. Wir müssen jetzt das Ruder herumreißen. Wir dürfen wirklich keine Zeit verlieren. Das ist wie bei einem Tanker, der auf eine Hafenmauer zufährt. Der Tanker ist erstmal in Bewegung. Wenn wir sofort mit aller Kraft gegensteuern, dann wird er noch eine Weile weiterfahren und die Hafenmauer vielleicht noch seitlich rammen. Er wird sie aber hoffentlich nicht mehr frontal einreißen. Wir alle können und müssen jetzt gegensteuern. Impfungen und die dritte Impfung, meine Damen und Herren, sind natürlich enorm wichtig. Geimpfte erkranken deutlich seltener symptomatisch an Covid-19 und sie müssen auch deutlich seltener ins Krankenhaus. Wir haben dazu in unserem Wochenbericht, der ja jeden Donnerstag rauskommt, also gestern Grafiken für die verschiedenen Altersgruppen veröffentlicht, die sehr eindrücklich sind. Hier ist eine Grafik. Das sind die 18- bis 59-Jährigen. Und Sie sehen auf der linken Seite die symptomatischen Patienten mit Covid-19-Infektionen, auf der rechten Seite die hospitalisierten Fälle mit Covid-19-Infektionen. Die gestrichelte Linie, meine Damen und Herren, die obere, das sind die Ungeimpften. Die untere Linie sind die Geimpften. Man sieht ja deutlich den Unterschied. Die Impfungen wirken sehr, sehr gut. Also, wir müssen jetzt die Impflücken schließen. Auch 2G ist wichtig, aber in der aktuellen Situation reicht das leider nicht mehr. Wir brauchen jetzt zusätzlich eine massive Kontaktreduktion, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dazu gehört zum Beispiel gemäß den Vorschlägen von Kontroll-Covid in Stufe 2, wenn möglich, zu Hause bleiben, Großveranstaltungen absagen, Personenzahl bei kleinen Veranstaltungen reduzieren, Hotspots wie schlecht belüftete Bars und Clubs schließen. Dazu gehört auch, dass wir alle unsere privaten Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Und wir sollten natürlich Treffen mit vielen Menschen in Innenräumen vermeiden, weil das Virus ja über Aerosole übertragen wird. Und wenn Sie sich mit Risikogruppen treffen, machen Sie vorher bitte sicherheitshalber einen Selbsttest, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind. Bitte halten Sie immer und überall an die AHA-Regeln, also den Abstand einhalten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Hygieneregeln beachten und natürlich das Lüften. Aber auch wenn Sie geimpft sind und auch wenn Sie zusätzlich getestet sind, also auch bei 2G-Veranstaltungen, möglichst zusätzlich noch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, dann bitte bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Ihren Arzt. Bitte lasst uns alle diese Maßnahmen zusammen mittragen. Wir schaffen es eben nur gemeinsam, diesen Tanker, um in dem Bild zu bleiben, zu bremsen. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Die täglichen Fallzahlen, die wir im Moment sehen, die dürfen wir einfach nicht mehr hinnehmen. Jeden Tag infizieren sich Zehntausende Menschen in unserem Land. Davon werden jeweils einige hundert sterben. Dieser Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet. Dieses Wasser kriegen wir da nicht mehr rein. Das ist geschehen. Warten wir bitte nicht darauf, dass jemand anderes etwas macht. Lassen Sie uns jeder und jede mit unseren eigenen Entscheidungen dafür sorgen, dass wir diesen Tanker bremsen. Gemeinsam kriegen wir das in den Griff, aber es erfordert wirklich unsere gemeinsame Anstrengung. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Professor Wiele. Jetzt kommen wir zu Fragen. Bitte an unser Frageregime denken. Eine Frage, eine Zusatzfrage. Ich habe auch schon über 10
hier vorliegen und versuchen wir die alle abzuarbeiten. Ich beginne mit online. Sascha Mayer von dpa, Frage an Herrn Spahn und Professor Wieler. Bund und Länder haben Schwellen für schärfere Corona-Maßnahmen vereinbart, die an die Hospitalisierungsrate anknüpfen. Ist das wirklich ein geeigneter Frühwarnindikator, auch wenn die Zahlen ja offensichtlich mehrere Tage nachlaufen und nicht tagesaktuell sind? Ich glaube, es sind Schwellenwerte, wie wir übrigens vorher bei den Inzidenzen, bei den Infektionen ja auch Schwellenwerte hatten, die ja vor allem auch angeben, in aller Regel kommt man ja von unten an den Schwellenwert, in welcher Dynamik es wächst. Und deswegen empfehle ich auch nicht, bis wenn man bei 2,89 ist, zu warten, bis es 3,01 ist. Oder wenn man bei 5,93 als Hospitalisierungsinzidenz ist, zu warten, bis man bei 6 ist. Und insofern geht es ja darum, dass man sozusagen eine Größenordnung hat, wie auch bei Control Covid. Es waren etwas andere Zahlen, aber dann doch eben in etwa die gleichen Größenordnung, dass wenn man sozusagen in diesen Bereich hineinkommt, dann auch entsprechende Maßnahmen notwendig sind und im Zweifel früher als später. Also ich kann jedenfalls nicht empfehlen, eben auch in dem Wissen, dass es einen Zeitverzug ja gibt. Aber wir haben zumindest, was die bundesweite Hospitalisierungsinzidenz angeht, Sie sehen das ja auch im gestrigen Wochenbericht, mittlerweile ja auch Nowcast, nennen Sie das ja, wie wir es bei den Inzidenzen hatten, aus den Erfahrungen der letzten Woche, immer eine Linie, die man auch einfach zeichnen kann, weil man einfach weiß, wie viel Nachmeldungen zu einer größten Wahrscheinlichkeit noch kommen. Und das können die Länder ja auch, wo man das vorhersieht, wie die Dynamik weitergeht. Also kurzum, das sind wichtige Schwellenwerte, aber eben nicht Schwellenwerte, wo in dem Wissen, dass es auch Zeitverzug in der Meldung gibt, wo man nur erst handeln sollte, wenn man drüber liegt, sondern im Zweifel sich vorher schon die Dynamik anschaut und im Zweifel auch dann eben nicht auf den letzten Wert noch wartet. Ja, ich verstehe das auch so. Sie können sich sicher sein, dass alle Menschen, die sich mit dieser Pandemie wirklich ernsthaft fachlich beschäftigen und diese Werte erhalten bzw. errechnen und monitoren, dass die natürlich auch die anderen Werte mit im Kopf haben. Und ich sehe das natürlich auch so, dass man nicht bis zum letzten Moment wartet, sondern dass dies wirklich die allerletzte Handlungsoption ist. Und so verstehe ich das. Und ich weiß, dass in allen Bundesländern diejenigen, die dort arbeiten, in den Gesundheitsämtern, als auch natürlich die Seuchenreferenten der Länder, diejenigen, die dafür zuständig sind, wie diese Daten erfasst werden, dass sie natürlich schon bevor die Ampel wirklich knallerot ist, Warnungen geben. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass irgendein Seuchenreferent im Land nicht auf die Inzidenzen schaut. Natürlich sind die Inzidenzen auch wichtig und die ITS-Belastung. Ich kann nur mal kurz sagen, es gibt drei wichtige Faktoren. Das eine sind die Inzidenzen, die reflektieren die Infektionsdynamik. Das ist der früheste. Die zweite sind die Hospitalisierungen, die reflektieren das Krankheitsgeschehen, die Schwere des Krankheitsgeschehens. Und das dritte dann ist die Rate auf ITS. Die ist ein Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems. Und natürlich haben die Leute das alles im Blick.